Dieser Vorschlag beinhaltete eine weitere Liberalisierung der Bodendienste auf den europäischen Flughäfen. Und das bedeutet, dass die Beschäftigten noch mehr Lohndruck haben. Das heißt, die Löhne sind seit Jahren immer mehr gesunken bei den Bodendiensten auf den Flughäfen. Und nun, wenn nun weitere Firmen dazukommen, die dann sich noch an dem Wettbewerb um diese Dienstleistung bewerben, dann können die diesen Wettbewerb nur gewinnen, indem sie noch weiter die Löhne drücken, und dann verschlechtern sich weiter die Arbeitsbedingungen. Ich bin mit dem Ausgang unglaublich zufrieden. Wir hatten fraktionsübergreifend Anträge gestellt, den Vorschlag der EU-Kommission zurückzuweisen. Und dafür haben wir zwar eine knappe Mehrheit, aber wir haben eine Mehrheit gefunden. Vom Ausschuss ist jetzt der Vorschlag der EU-Kommission zurückgewiesen. Also ich denke, dass der Druck auf jeden Fall aufrechterhalten werden muss. Es hat ja eine große Demonstration in Brüssel gegeben mit über 2500 Beschäftigten. Und das hat sehr viel ausgemacht, auch die Abgeordneten noch mal zu überzeugen, dagegen zu stimmen. Und im weiteren Prozess muss jetzt auch der Druck aufrechterhalten werden, Abgeordnete angesprochen werden. Die Gewerkschaften können ja noch mal bei der Kommission vorstellig werden. Also das beste Szenario wäre, wenn die Kommission einen anderen Vorschlag vorlegen würde im Sinne der Beschäftigten auf den Flughäfen, weil die Arbeitsbedingungen ja jetzt schon ganz schlecht sind und die Löhne sehr niedrig. Und dass zum Beispiel dieser Kommissionsvorschlag beinhaltet, dass es zwingend ist, dass es eine Tarifbindung gibt, regional vor Ort mit repräsentativen Tarifverträgen. Also der Vorschlag von der EU-Kommission ist jetzt zurückgewiesen. Wir haben deutlich Nein gesagt und wir warten auf einen anderen Vorschlag der Kommission, der für bessere Bedingungen für die Beschäftigten sorgt.